Hallo und herzlich willkommen zu meinem Einsteiger-Guide für ARK Survival Evolved. In diesem ersten Teil schauen wir uns die ersten Schritte mal an. Das heißt, ich zeige euch alles, was ihr am Anfang wissen müsst, um die nächsten Tage auf der ARK zu überleben. So, auf los geht's los. Das heißt, wir landen jetzt tatsächlich in der ARK. Wir schauen uns einfach mal um. Wir haben jetzt noch gar nichts dabei. Das heißt, das Erste, was wir jetzt brauchen, sind natürlich Ressourcen, um vielleicht die ersten Sachen zu bauen. Ihr hebt mit der Taste E Steine auf. Ihr könnt mit der Taste E auch ins Wasser gehen, wenn ihr zum Beispiel was trinken wollt und drückt dann E, dann trinkt er. Ich habe jetzt nur noch leider keinen Durst. Ich hebe jetzt einfach mal ein paar Steine auf. Das ist das, was wir am Anfang auch brauchen. Wenn ich jetzt zeitgleich die Shift-Taste drücke, also die Hochschnelltaste, dann laufen wir auch schnell. So, und sammelt schon mal ein paar Steine auf. Hier ein Stein, da ein Stein, dort ein Stein und noch ein Stein. So, wenn wir jetzt ein paar Steine zusammen haben, dann brauchen wir als Erstes ein bisschen Holz. Für Holz fangen wir einfach mal an und schlagen mal auf den ersten Baumstamm, den wir haben. So, und ihr seht, wir haben jetzt Stroh bekommen. Nochmal Stroh, aber es kommt auch Holz raus. So, wir hauen uns jetzt leider ein bisschen die Hände kaputt. Und wenn ich die Taste gedrückt halte, die linke Maustaste, dann schlagen wir noch ein bisschen Döllert rein. So, wir werden das jetzt mit dem nächsten gleich auch nochmal machen und dann haben wir ein bisschen Holz zusammen, wir haben ein bisschen Stroh zusammen, Steine haben wir auch schon eingesammelt und dann können wir uns eigentlich auch das erste Werkzeug bauen. Wenn wir jetzt einfach mal gucken bei der Herstellung, also das heißt, wir gehen ins Inventar mit der I-Taste, klicken dann auf Herstellung, dann sehen wir, dass wir hier tatsächlich schon eine Steinspitzhacke bauen können. Dafür brauchen wir ein Holz, ein Stein und 10 Stroh. Links ist das, was wir haben. Rechts ist das, was wir dafür brauchen. Und wenn da was rot angezeigt wird, haben wir nicht genug davon. Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelklick drauf und dann sehen wir hier in der Fertigungswarteschleife, da taucht das Ganze auf und dann haben wir das Ganze nämlich tatsächlich im Inventar und können das entweder durch Ziehen ausrüsten, wir können aber auch einen Doppelklick machen, dann legt er das in den ersten zur Verfügung, also in den ersten freien Auswahlslot hier an der Stelle, Itemslot oder Schnellzugriffslot, je nachdem wie ihr es bezeichnen wollt. Wir können es auch jederzeit wieder zurückschieben, wir können auch sagen, wir wollen das aber auf der 4 haben, das können wir uns so ein bisschen frei auswählen und jetzt haben wir mit der Steinspitzhacke das erste Werkzeug. Wir haben jetzt auch, dadurch, dass wir jetzt schon ein bisschen was eingesammelt haben, wir haben uns ein bisschen umgeguckt, wir haben ja ein bisschen Holz auch und Stroh gefarmt, haben wir einfach an Erfahrung gewonnen. Das ist das Interessante an diesem Erfahrungssystem und Stufenanstiegssystem hier in ARK, dass wir für alles Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, wenn wir durch die Gegend laufen, bekommen wir Erfahrungspunkte. Ihr könnt das Ganze jetzt hier auch sehen. Hier sind die XP und obwohl ich eigentlich gar nichts mache, sondern hier nur ein bisschen was erzähle, trotzdem steigen meine XP. Immer wenn ich was mache, ist es auch egal was. Ob ihr Material farmt, ob ihr durch die Gegend lauft, ob ihr kämpft und Gegner erledigt, ob ihr was baut, etc. etc. Ihr bekommt für alles Erfahrungspunkte und wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten voll habt, dann steigt ihr eine Stufe auf. Das wird uns auch angezeigt. Ich gehe mal hier aus dem Inventar. Ihr könnt auf der rechten Seite diesen Pfeil sehen. Der blinkt eben. Das heißt, ich bin gerade eine Stufe aufgestiegen. Unter dem Pfeil, da seht ihr das Gewicht. Das ist das, was ihr bei euch tragt. Wenn dieses Gewichtssymbol, ich weiß gar nicht, kann man hier gar nicht so richtig sehen, wenn dieses Gewichtssymbol voll ist, dann könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen Auge drauf haben. Darunter ist dann der Wassertropfen. Das heißt, da wird eure Durstanzeige oder das ist eure Durstanzeige. Darunter ist so ein Schinken soll das wohl darstellen. Das ist eure Hungeranzeige. Der Blitz da unten ist eure Ausdauer. Und ganz unten das Kreuz, das ist die Anzeige eures Lebens. So, ich gehe jetzt mal ins Wasser, drücke mal die E-Taste. Und jetzt hört ihr den Schluck. Das heißt, so können wir trinken. So, jetzt haben wir das erste Stück gebaut. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich, und das ist das nächste Besondere, wenn wir einen Stufenaufstieg gemacht haben, wir sind jetzt schon 2 Stufen sogar aufgestiegen, jetzt haben wir noch einen Punkt dazu bekommen, dann können wir hier diese Punkte hier vergeben. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir neue Sachen lernen. Konzentriert euch am Anfang erstmal auf Gewicht. Vielleicht ein bisschen Ausdauer, vielleicht ein bisschen Gesundheit. Aber Gewicht ist am Anfang eigentlich das Interessanteste. So, ich werde jetzt auch gleich alle Punkte da vergeben, die ich eben habe. Und jetzt sehen wir sind jetzt 2 Stufen aufgestiegen. Jetzt bekommen wir hier oben Engrammpunkte. Das ist das Besondere am Bauen
in Arc. Da können wir auch jederzeit drauf zugreifen. Das heißt, ihr müsst die nicht alle sofort vergeben. Vergebt die einfach so, wie ihr das braucht. Am Anfang braucht ihr natürlich schon ein bisschen was. Wir brauchen auf alle Fälle eine Steinaxt. Die wählen wir auch aus. Ein Lagerfeuer, wenn wir Fleisch braten wollen. Ein Speer, kann man sich drüber streiten, ob man den am Anfang braucht. Ist recht sinnvoll. Wenn ihr aber hier oben einfach mal Punkte übrig behaltet, könnt ihr den auch später noch erlernen. Die Klamotten, also gerade so in diesem Startgebiet, sind die am Anfang nicht so wichtig. Ich würde die jetzt vielleicht auch erstmal außen vor lassen. Also deswegen vergebe ich auch meine weiteren Punkte noch nicht, sondern lasse sie erstmal so, wie sie sind. So, jetzt haben wir die Spitzhacke. Wir können ja schon mal gucken, wir haben das gelernt, das finden wir auch wieder hier unter Vorstellung. Wir gucken jetzt einfach mal bei der Axt, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen ein bisschen Holz, wir brauchen ein bisschen Stroh und wir brauchen Feuerstein. Wo kriegen wir aber jetzt Feuerstein her? Feuerstein bekommen wir dann, wenn wir mit der Spitzhacke auf einen größeren Steinfels einschlagen. Wir müssen nur erstmal einen finden. Ich laufe mal, da vorne ist einer. Das ist ein Oviraptor, der tut euch nichts. Wenn ihr den in Ruhe lässt, lässt euch auch in Ruhe. So, ich schlage jetzt hier einfach mal ein und ihr seht, ich bekomme Stein, Metall und Feuerstein. Und wenn ich dann ausreichend davon habe, alles andere hatte ich ja, klicke ich jetzt wieder auf die I-Taste, gehe hier oben wieder auf Herstellung und werde mir jetzt einfach mal die Axt bauen. Mit der Axt haben wir jetzt später eine gute Möglichkeit, eben auch an Holz gut zu kommen. So, landet ja wieder im Inventar. Ich mache einfach jetzt mal einen Doppelklick, dann habe ich das auf der 2. Ich kann das Ganze jetzt eben ausrüsten. 1, 2 und so laufe ich jetzt hier durch. Auch das sollte man wissen, das sollte man auch ein bisschen ausprobieren bei den Werkzeugen. Das ist ganz interessant. Also ihr habt jetzt die Spitzhacke und ihr habt die Axt. Ich nehme jetzt mal die Axt und wenn ich jetzt hier eben auf diesen großen Baum einschlage, seht ihr schon, ich bekomme viel Holz. Nehme ich jetzt allerdings die Spitzhacke dafür, bekomme ich mehr Stroh als Holz. Das heißt, ich bekomme unterschiedliche Sachen, je nachdem, welches Werkzeug ich wofür benutze. Wenn ich jetzt ganz an einem Baum verwende, bekomme ich mit der Axt mehr Holz und mit der Spitzhacke eben mehr Stroh. Wenn ich das Ganze an einem Stein verwende, dann bekomme ich mit der Axt mehr Stein, aber mit der Spitzhacke mehr Feuerstein. Wenn ich das Ganze an einem Kadaver, also ich sag mal an einem getöteten Dino, verwende, dann bekomme ich mit der Axt mehr Leder und mit der Spitzhacke allerdings mehr Fleisch. Das heißt, das sollte man auch mal so ein bisschen ausprobieren. Probiert euch da mal ein bisschen rum. Das sind eben so unterschiedliche Sachen und ihr müsst euch einfach nur überlegen, was brauche ich jetzt gerade und das besorge ich mir dann über diesen Weg. Jetzt gibt es noch ein weiteres und zwar gibt es noch ein zusätzliches Baumaterial. Dafür müsst ihr aber im Prinzip das Werkzeug deaktivieren. Ich mache das jetzt hier auch mal. Und zwar braucht ihr noch Fasern. Für Fasern sind diese Sträuche da, so wie der oder der oder der. Und das farmt ihr einfach, indem ihr rangeht und die E-Taste drückt. Ihr seht schon, ich farme jetzt zum einen Bären und zum anderen farme ich eben Fasern. Wenn ihr ein Werkzeug aktiviert habt und ich versuche das, dann geht das nicht. Er zeigt mir das auch an. Ich könnte das höchstens in der Nacht machen, wenn ich noch eine Fackel trage. So, neben den Fasern bekommt ihr auch noch einige andere schöne Dinge. Ihr bekommt nämlich noch Beeren dazu. Die Beeren könnt ihr essen. Die könnt ihr entweder auch hier unten reinlegen, zum Beispiel so auf die 0. Ihr könnt sie aber auch hier anklicken. Dann packt er sie da unten rein oder ihr geht hier rauf und drückt dann einfach die E-Taste. E ist im Prinzip Verwenden, Verbrauchung. Das heißt, wir können auch hier später Sachen, wenn ich hier zum Beispiel jetzt O drücken würde, wird das wegwerfen. Na, O, nicht Q. Aha, leicht verwechselt, sieht auch ähnlich aus. Und wenn ich die Beeren zum Beispiel hier reingelegt habe, dann kann ich sie von hier auch verbrauchen. Drück jetzt einfach mal die 0 und ihr seht schon, dann steigt oder sinkt, je nachdem wie man es sehen will, mein Hungerbalken. Das heißt, der Nahrungsbalken, der füllt sich wieder und ich kann auf diesem Weg nicht verhungern. Sind allerdings nicht sonderlich nahrhaft. Das heißt, der beste Weg ist dann doch tatsächlich Fleisch. Fleisch bekommt ihr am besten natürlich von gegnerischen oder von Dinos, die ihr tötet. Und da könnten wir zum Beispiel, also ein ganz leichter Gegner, gerade am Anfang ist, so leid es mir auch tut, aber der Dodo ist ein super Fleisch- und Lederlieferant für den Anfang, weil er nicht viel einstecken kann und auch gar nicht viel austeilt. Also verpasse ich ihm jetzt mal.
So, da könnt ihr auch ein beliebiges Werkzeug, es muss gar nicht der Speer sein. Jetzt haben wir ihn eben getötet und wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, was brauchen wir jetzt? Leder ist natürlich sehr interessant für einige Sachen später, aber wir wollen uns jetzt natürlich erstmal um die Ernährung kümmern. Also nehme ich die Spitzhacke, weil da kriege ich dann in der Regel mehr rohes Fleisch raus. Das kann ich natürlich jetzt benutzen, um Nahrung herzustellen. Rohes Fleisch könnt ihr zwar essen, macht aber nicht lange satt. Euch geht es danach auch nicht so gut. Das heißt, ihr solltet es unbedingt am Anfang braten. Nun haben wir bei den Enneagrammen natürlich ja auch das Lagerfeuer schon gelernt. Für das Lagerfeuer brauchen wir einen Feuerstein, Holz, Stein, Stroh. Und das funktioniert im Prinzip so. Auch das kann ich hier einmal bauen. Und wenn ich sowas im Inventar habe, dann kann ich hier einfach einmal die E-Taste drücken. Ich könnte das Ganze auch in den Slot packen. Das ist aber später dann interessanter, wenn wir wirklich mehrere Sachen von einem bauen wollen. Und dann kann ich das Ganze hier drüber einmal anwenden. Und auch dann baut er mir hier ein Lagerfeuer hin. Damit ein Lagerfeuer aber überhaupt brennt, muss es erstmal mit Holz versorgt werden. Ihr könnt Dinge mit der E-Taste, mit der Benutzen-Taste, könnt ihr sie öffnen. Ich würde euch aber empfehlen, nutzt die F-Taste. Das ist später bei Dinos. Auch Dinos können Gepäck von euch aufnehmen. Ist das einfach praktischer. Jetzt muss hier noch Holz eingefügt werden. Ihr seht, ich kann hier noch nichts anzünden. Ich füge jetzt hier Holz ein. Das mache ich mit der T-Taste. Ja, ich kann das auch mit dem Doppelklick einzeln machen. Ich kann mit dem Rechtsklick, kann ich zum Beispiel auch sagen, ich kann den Stapel jetzt erst nochmal halbieren, weil ich vielleicht nicht alles da reinlegen möchte und übertrage dann nur einen Teil in T. Und sobald ich hier Holz drin habe, kann ich das Feuer auch entzünden. Nun kann ich hier eben Fleisch dazulegen. Wir haben ja ein bisschen Fleisch bekommen. Kann ich Fleisch dazulegen und jetzt brät er mir mein Fleisch. Wenn es mal kalt wird, in der Nacht wird es auch mal kalt. Das werdet ihr da auch angezeigt bekommen, dass ihr dann friert und ihr werdet auch einen Hinweis bekommen, dass ihr euch ein warmes Gebiet irgendwie suchen sollt. Da helfen Feuer natürlich immer. Das kann entweder eine Fackel sein, das kann eine Standfackel sein, das kann aber auch so wie hier das Lagerfeuer sein. So, ich öffne das mal und ihr seht schon, ich habe zum einen gegrilltes Fleisch bekommen. Das kann ich sehr gut essen, das ist auch sehr gut verdaulich und es bringt mir auch oder es steigert meinen Nahrungsbalken doch deutlich besser, als Bären das tun. Und ihr habt hier Holzkohle, das ist quasi ein Abfallprodukt, das ihr später aber auch noch verwenden könnt, um bestimmte Dinge zu bauen. Aber ich will da jetzt auch noch nicht zu viel spoilern. Zu den Bären nochmal ein ganz kleiner Hinweis, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ihr könnt die Beeren eben essen. Ihr könnt alle Beeren essen. Also es gibt diese roten, es gibt so lilafarbene, es gibt gelbe Beeren, es gibt diese Mehobeeren, die könnt ihr essen. Alles gar nicht so das Problem. Ihr solltet die Narkobeeren nicht essen. Das ist ein Betäubungsmittel. Und ihr solltet die Stimmbeere nicht essen. Ihr kriegt wahnsinnigen Durst davon und wenn kein Wasser in der Nähe ist, ist das echt ein Problem. Also es steigert eure Lebensregeneration, eure Ausdauerregeneration, aber ihr kriegt so wahnsinnig viel Durst davon und das ist am Anfang ein ziemliches Problem. Deswegen lasst von denen auf alle Fälle die Finger. Die Mehobeeren, die würde ich auch nicht unbedingt essen, also esst erstmal alle anderen Beeren. Esst diese nur dann, wenn ihr wirklich keine anderen Beeren mehr habt. Denn diese Mehobeeren sind ganz interessant zum Dino-Zähmen. Die meisten Dinos mögen Mehobeeren lieber als andere Beeren. Und dann könnt ihr sie einfacher und schneller mit diesen Mehobeeren zähmen, als wenn ihr andere Beeren dafür verwendet. Es gehen auch die anderen Beeren ganz oft bei den Pflanzenfressern. Aber die Mehobeeren, die mögen sie am allerliebsten. Deswegen lasst ihr die einfach bis zum Schluss. So, wenn wir jetzt mal gucken, dann bringt mir das natürlich schon, ups, immens was, so zack, ist die Nahrung, ist jetzt ziemlich weit nach oben gegangen. Ich habe jetzt gegessen, das heißt, ich habe hier auch gar nicht mehr viel Hunger und ich könnte natürlich jetzt hier auch noch mehr einfügen, um das wieder voll zu machen. Werden wir jetzt auch gleich mal machen. So, und er legt das immer wieder unten in den Slot. Ne? Also es kommt gar nicht erst in euer Inventar, sondern hier unten gleich in diesen Slot, wenn ihr das da einmal ausgerüstet habt. Und wenn wir jetzt eben hier fleißig essen, dann sehen wir auch, wie schnell unser Nahrungsbalken. Ihr habt das gesehen vorhin mit den Beeren, das hat ewig gedauert. Hier geht das Ganze doch recht schnell. So, hier würde ich euch jetzt tatsächlich wieder Gewicht empfehlen und dann könnt ihr weitere Dinge lernen. So,
Steinschleuder ist interessant, nachher zum ersten Zähmen solltet ihr, also ganz toll für die ersten, ich sag jetzt mal fleischfressende Dinos, ist das am Anfang ganz hilfreich. Fürs erste Bauen brauchen wir nachher diese Geschichte, ihr findet hier eine Kiste und ihr könnt auch sehen, also da könnt ihr euch aussuchen, also ihr braucht nicht alles lernen. Denkt immer dran, es ist nicht genug Punkte für alles, ihr müsst ein bisschen für euch entscheiden, was ihr haben wollt, was ihr brauchen könnt, was ihr nicht braucht. Es gibt ein paar Dinge, die braucht ihr unbedingt, wie zum Beispiel die Steinschleuder am Anfang würde ich euch empfehlen. Braucht sie vielleicht nicht unbedingt, aber ist doch ganz hilfreich. Ob man nur von Anfang an gleich ein Holzschild braucht, lasse ich einfach mal dahingestellt. Ob man das erste Häuschen gleich so schick bauen muss, dass es schräge Strohwände hat und ein schräges Strohdach, oder ob man es nicht ein bisschen schlichter machen kann, lasse ich auch mal dahingestellt. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich denke mal, ihr wisst jetzt alles. Achso, hier könnt ihr das Feuer übrigens mit RE-Taste auch wieder ausmachen. Ich denke mal, ihr wisst jetzt alles, was ihr so am Anfang wissen müsst. Das heißt, wir haben die ersten Werkzeuge, wir haben die ersten Ressourcen. Ich habe euch gezeigt, wie man satt werden kann und wo man gleich am Anfang gut Fleisch und Leder herbekommt. Eigentlich wisst ihr jetzt alles, was ihr für einen Start braucht. Wir schauen uns jetzt im nächsten Teil dann an, wie man das erste Häuschen baut, und im Teil drauf dann, wie man die ersten Dinos zähmt und so weiter und so fort. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das Ganze so verständlich war, ob ich eurer Meinung nach irgendwas vergessen habe zu erwähnen, was ausgelassen habe, ob ich da an irgendeiner Stelle mehr Informationen gewünscht hätte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank, viel Spaß mit Ark, bis zum nächsten Mal.